Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, jetzt sind wir zum Haus gelaufen und schon ist es stockdüster drumherum. Keine Ahnung warum. Ich meine, so spät ist es bei uns ja noch nicht. Wir gehen erstmal zu den cyrodiilischen Sammlungen. Ihr müsst das bitte verstehen. Wir suchen das Residuum nur um... Ah, da seid ihr. Ja, ich dachte, da kommt noch was. Mara, sei Dank, dass ihr hier seid. Ich habe noch keine Versammlung gesehen, die so schlecht verlief. Seit dem 7. Geburtstag meiner Schwester Concordia, an dem Marinus ihr Schnecken in den Pudding getan hat. Ich kann immer noch die Schreie hören. Oh. Unter uns. Ich habe Tee angeboten, aber eigentlich brauchen wir Antworten. Ich habe noch ein Rätsel des Todwasserstamms aufgetan. In einen Garten in einem Schlund aus Stein. Ganz klar eine Ortsangabe. Aber wofür? Ich habe noch einige Nachforschungen zum ersten Rätsel angestellt. Das mit dem Rauch und dem Saft, wisst ihr noch? Nun, nachdem ich ein halbes Dutzend Dissertationen studiert habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass es sich auf eine Traumsuhle bezieht. Eine Traumsuhle? Eine religiöse Praktik der Agonia, gewissermaßen. Ich selbst habe bislang noch keine gesehen, aber in der Regel geht es dabei um eine Phase völliger Zurückgezogenheit und die Einnahme stark bewusstseinsverändernder Kräuter. Laut den einschlägigen Schriften kann ein Traumsuhler Dinge jenseits der Welt des Stofflichen sehen. Dann müssen wir dieses Ritual also in einen Garten, in einen Schlund aus Stein durchführen? Ja, wenn wir jetzt doch nur... Wartet... Ein Garten in einem Schlund aus Stein. Natürlich! Das muss der verschlungene Hain sein. Der Re-An-Wo. Eine Traumsuhle im verschlungenen Hain. Was könnte aufregender sein? Wir sollten das umgehend mit Cassandra besprechen. Ich werde Cassandra erzählen, was wir aufgedeckt haben. Der Re-An-Wo. Viele seltsame Dinge gehen im verschlungenen Hain um, Bekos. Seltsam oder nicht? Soyei und ich werden jede Bedrohung für das Residuum töten. Jede. Eine Traumsuhle im Verschlungenhain? Faszinierend. Und genau zur rechten Zeit. Sehr gut gemacht, ihr zwei. Wann brechen wir zum Verschlungenhain auf? Sofort. Ich hasse es, so übereilt aufzubrechen, da unbedachte Eile in diesem Beruf tödlich sein kann. Leider können wir es uns nicht leisten, noch mehr Zeit zu verlieren. Danke für alles, was ihr bisher getan habt, meine Freundin. Das Residuum von Argon ist für uns nun schon fast zum Greifen nah. Und wir haben einen Helm bekommen in der Stammeskiste, oder werden wir bekommen, und einen Fertigkeitspunkt. Seht uns doch nur an. Ein Verhandler von den Hellhälsen, eine Todwasserkahl, ein mit allen Wassern gewaschener und harter Naga, zwei Gelehrte... Und eine Heldin. Die ungewöhnlichste Gruppe, die ich je gesehen habe. Ich kann nur hoffen, dass die Entdeckung des Residuums die Bande unserer Gemeinschaft festigen wird. Wo ist dieser verschlungene Hain, den Famia erwähnte? Der Hain liegt nördlich von Altenmeerleel, in der Nähe eines tosenden Wasserfalls, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt. Ich stelle allen hier Versammelten meine persönliche Fähre zur Verfügung. Schließt euch uns an. Oder geht zu Fuß, falls euch dies lieber ist. Ich würde nur bitten, dass ihr jedwede unnötigen Verzögerung vermeidet. Glaubt ihr wirklich, dass wir das Residuum im verschlungenen Hain finden werden? Lange Jahre bitterer Enttäuschungen haben mich gelehrt, meine Erwartungen im Zaum zu halten. Wir werden etwas in diesem Hain finden. Dessen bin ich mir sicher. Aber diese Sache mit der Traumsuhle... Der Hist wird uns das nicht leicht machen. Euch nicht und ganz gewiss nicht mir. Ich mache mich sofort auf den Weg zum verschlungenen Hain. Ja, benutzt Cassandras Boot. Okay, dann gucken wir mal, wo das liegt. Ganz am anderen Ende. Ja, dann reite ich mal zum Boot hin. Das wird uns hoffentlich dann direkt zum Zielort bringen und wir sehen uns gleich am Zielort wieder. Wobei, das Boot ist direkt hier in der Nähe. Halt, stopp. Wäre, glaube ich, besser, wenn ich hier zu den Docks gehe. Da, der Eingang zum verschlungenen Hain.
Ich hab's jetzt mal nicht rausgeschnitten. Was ist das? Hm? Habt ihr etwas gehört? Wovon sprecht ihr zwei? Ich höre Stimmen. Hört ihr sie nicht? Tut mir leid, Xukas. Nein, ich höre nichts. Könnt ihr beschreiben? Farmia, wir haben keine Zeit. Wenn wir so dicht am Residuum sind, sind es andere vielleicht auch. Kommt! Es kam jetzt gerade ein bisschen komisch vor, dass er hier die Waffe gezückt hat. Aber das war sicher nur zur Verteidigung. In Ordnung. Wir sind da. Was kommt als nächstes? Etwas im Hain ist mit dem Residuum verbunden. Man muss es nur finden, glaube ich. Eine Jagd dann. Gut. Was hier auch zum Residuum spricht. Zoe und ich finden es. So. Und schon legt sie los. Sie hat nicht Unrecht. Wir schaffen mehr, wenn wir uns aufteilen. Falls ich etwas sehe, komme ich zu euch. Nun gut. Ihr und Farmia geht voran. Peitschenschwanz und ich folgen gleich nach. Ich höre etwas. Ist das ein Klappern? Bitte sagt mir nicht, das sind Skelette. Können wir jetzt endlich? Erst tun die so, als ob ich direkt weiterlaufen kann und dann auf einmal reden die ganze Zeit. Das ist unfair. Ich will die ja nicht unterbrechen. Skelette! Oh, bei Maras Gnade! Ich bin keine Magierin, aber die hier sehen irgendwie anders aus, oder? Sie sind nicht wild. Es ist, als würden sie etwas bewachen. Die müssen auch nicht wild sein. Die müssen nur das machen, was sie gerade machen, nämlich schießen. Schon habe ich... Naja, Problem will ich nicht sagen, aber schon bin ich hier genervt, weil ich nicht durchrennen kann. Moment, da müssen wir rum. Tut mir leid, Jungs, ich habe keine Zeit. Ich bin auch nur im Guten hier. Oh, diese Ausdauer. Ich meine, gut, beim Ausdauer-Char ist es ein bisschen besser. Der Tag ist unser. Oh, natürlich bin ich jetzt in der Sackgasse drin. Alter. Ja, lass mich bloß keinen Millimeter bewegen. Also auch nicht irgendwie kämpfen oder so. Kein Thema. Ich hasse diese Rumsternerei, ganz ehrlich. Beko, hier. Ja. Ich hab was gefunden. Och, jetzt muss ich mit dir reden, oder was? Ich meine, ich rede ja gerne mit dir, aber... Wo ist er denn? Tiefersaft. Ist das zu fassen? Hallo. Wo bist denn du? Warte. Die Wurzel blutet langsam und trocken. Doch das ist in jedem Fall tiefer Saft. Wir Hellhälse verwenden ihn bei unseren Traumsohlen. Ich glaube, dass das kein Zufall ist. Tiefer Saft? Ich habe draußen keine Histbäume gesehen. Histwurzeln reichen sehr weit, Beko. Tief hinein ins Herz von Xalnirn und hinaus in ferne Lande. Ich vermag nicht zu sagen, welcher Stamm diesem Hist dient, aber die Botschaft ist klar. Der tiefe Saft ist hier, damit wir ihn uns nehmen können. Für eure Traumsohle. Seid ihr sicher, dass ich diejenige bin, die sich an diese Traumsohle wagen sollte? Ja. In vielem verspüre ich Unsicherheit, doch eure Rolle pocht in meinem Verstand wie eine Trommel. Der tiefe Saft ist für euch. Die Traumsohle ist für euch. Wie könnt ihr euch da so sicher sein? Dank des Hists sind manche Dinge eben sicher. Ich könnte versuchen, es euch zu erklären, aber das wäre so, als würde man jemandem, der kein Fisch ist, erklären wollen, wie man unter Wasser atmet. Das soll keine Beleidigung sein. Für jemanden, der kein Fisch ist, zählt ihr zu den Besten. Danke. Na gut, da der Typ hier direkt unten zu sein scheint, mache ich jetzt mal alles platt, was hier im Weg ist. Weil, nicht der Typ, sondern hier das Zielort, genau. Oh, jetzt sag mir nicht, ich muss... Mal betreten kann ich zwar, aber ich soll ihn oben treffen. Ja, es war so klar. Wieso darf ich denn nicht unten nach unten durch das Ding durch nach drüben? Oh, das ist auch immer lustig. Durch die Teile durch. Diese ich weiß nicht, wie sie heißen. Diese Wasserdinger hier. Achso, dich wollte ich gerade umbringen. Entschuldigung. Hier entlang. Ja, geh vor.
Sternblüten. Seht ihr? Ja, diese Blumen, die hier wachsen. Ich spreize meine Schuppen der Wahrheit. Jeglicher Zweifel ist tot. Der Wille des Hists ist klar. Wovon sprecht ihr? Haben euch das die Blumen erzählt? Die Blumen. Blumen sprechen nicht. Redet keinen Blödsinn. Der Hist spricht. Im Land der Todwasser verbrennen wir Sternblüten. Ihr Rauch führt uns in die Traumsuhle. Sie sind so selten wie Schnee im Sommer und doch sind sie hier. Verratet mir, hat Xukas auch etwas gefunden? Ja, er hat tiefen Saft gefunden. Er meinte, Hellhälse würden ihn bei ihren Traumsuhlenritualen einsetzen. Ich nicke mit dem Kopf. Dann ist unser Kurs klar. Der Weg der Todwasser und der Weg der Hellhälse werden sich vereinen. Wie Blut und Wasser. Eine Traumsuhle, wie man sie bisher noch nie gesehen hat. Xukas und ich werden eure Führer auf diesem dritten Pfad sein. Seid ihr sicher? Wird das überhaupt klappen, eure Rituale miteinander zu verknüpfen? Ich weiß, dass es das ist, was der Hist verlangt. Was es mit euch machen wird? Das ist eine Frage für einen Baumhirten oder einen Nahesh-Traumsprecher. Ich bin weder das eine noch das andere. Diese Sule führt uns zum Residuum. Dessen bin ich mir sicher. Wir haben die nötigen Mittel. Ihr müsst nur noch die Tapferkeit dafür aufbringen. Das kann ich tun. Wie geht es von hier aus weiter? Wir sollten die anderen finden. Ich suche in der einen Richtung. Ihr sucht in der anderen. Wofür braucht man Sternblüte? Todwasserkrieger verbrennen die Blütenblätter und atmen den Rauch ein. Er dehnt die Seele und weitet die Augen. Ohne Sternblüte könnten wir nicht gegen unsere Kaju-Traumbestien kämpfen oder unsere Mordnamen erfahren. Es ist eine große Ehre, diesen Rauch zu atmen, Oyel. Okay, aber den Zugang dürfen wir jetzt trotzdem nicht benutzen, so wie es aussieht. Gucken, hier steht mir hier auch so ein bisschen im Weg rum. Gel, Vaseiti, Hubzahl? Verzeiht. Nun, das war, wisst ihr, albtraumhaft. Wir sind da. Niemand ist verletzt, hoffe ich. Danke, uns geht es gut. Ja, muss ich jetzt mit jemandem reden? Habt ihr etwas gefunden? Darf ich? Ihr wirkt alle so motiviert. Sternblüten und tiefer Saft. Für die Traumsuhle. Für mich? Es schnürt mir die Kehle zu, wenn ich es sage, aber Farmia hatte recht. Na, vielen Dank, Jaxigorn. Die Inschrift auf dieser Tür. Das Traumnest ist gleich hier durch. Ganz sicher. Dann gehen wir doch dorthin. Ja, das möchte ich ja seit 2 Minuten. Danke. Aber ich bin ganz ehrlich, die bevor Luft ich jetzt... Ist etwas dick, so oder? Kommt, keine Verzögerung mehr. Ich wusste, dass irgendjemand dazwischen quatschen musste. Ich wollte das eigentlich nur loswerden. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es das ist, was ich ja auch so geil finde an diesem Spiel. Ich möchte hier nicht durchhetzen. In dem Sinne, auch wenn ich natürlich jetzt hier durch die Gegner vielleicht mal durchlaufe und nicht alle mache oder so. Aber ich will mir halt auch alles anhören, weil ich kenne, glaube ich, keine einzige Quest. Soweit ich mich erinnern kann, glaube ich, noch nicht mal Nebenquests. Da bin ich mir jetzt wohl nicht so sicher, die ich mal irgendwo doof gefunden habe. Also vielleicht die zu machen, dass mal 1 oder 2 doof waren. Okay, Trübmoor finde ich jetzt auch nicht, ist nicht gerade mein Lieblingsbereich, wo ich gerne queste. Aber ich finde einfach jede Quest von diesem Spiel finde also ich einfach das nur ist das Traumnest? Ah, noch eine Sackgasse. Es gibt mehr hier, als ihr denkt, Cassandra. Die Traumsuhle wird das Wasser klären. Ihr werdet sehen. Atme tief ein, Oyel. Wir wachen über euch. Aber ihr geht den Weg allein. Das Wandbild. Es zeigt einen Jagdtrupp. Was sagt euch das? Untersucht das Wandbild. Ich sehe Frösche. Was für ein Wandbild?
Achso, das linke jetzt hier, oder? Ich laufe geil. Erkundet die Marsch. Okay. Oh. Hallöchen, aber ich sehe gar nicht so schlecht aus eigentlich als Agonia. Komm mit, Basti. Wir haben Traumarbeit vor uns. So, Moment. Wir müssen in die Richtung. Mathilde, hier drüben. Ja, ich komme. Hört auf, den Schwanz nachzuziehen, Mathem. Der Jagdtrupp wartet auf euch am Knochenlager. Wir haben eine Überraschung. Okay. Oh. Gehen wir zum Knochenlager. Was geschieht hier, Farmia? Ich habe einen Namen gehört. Mathem. Ich glaube, unsere Freundin durchlebt uralte argonische Erinnerungen. Endlich seid ihr da. Wir werden ja alt vom Warten. Bei der Jagd geht es um Geduld, Wurzelgeschwister. Aber wo ist Uras? Uras ist nicht bei euch. Er ist nicht mit uns gekommen. Egal, wir haben den fetten Gixti wie gewünscht aufgescheucht, Kluxu. Kaok, das hätte ich fast vergessen. Es wird Zeit für euer Chukasei, Mathem. Durchbohrt das Herz des fetten Gixti und der Stamm sieht euch endlich als ausgewachsen an. Okay. Mach ich. Ich sehe nichts, Farmia. Sind es Halluzinationen oder echte Visionen der Vergangenheit? Beides vielleicht? Ich kann nicht... Ich sehe nur die Ränder. Rauch, flüstern. Aber was unsere Freundin erlebt, ist wahr. Gut gekämpft, Mathem. Aber Uras ist immer noch nicht da. Das gefällt mir nicht. Suchen wir ihn. Okay. Habt ihr übrigens auch die Stimmen markant, die immer im Lagerfeuer waren? Wir sind hier, um das Residuum zu finden, nicht um Gemurmel über die Namenstage von Schlüpflingen zu hören. Uras, er, Fremder, habt ihr das getan? Ah, noch eine Seele für unsere Ernte. Entzückend. Soldaten, sicher durchstreifen noch mehr Echsen den Sumpf in der Nähe. Nehmt sie lebend gefangen. Wir brauchen schließlich Führer zu ihrem Dorf. Was habt ihr gesagt? Etwas über die Eileiden? Ich glaube schon. Ja, die uralten basaebischen Eileiden. Ich wusste nicht, dass sie so weit nach Süden kamen. Dann ist das Residuum vielleicht gar nicht argonisch. Vielleicht ist es ein Eileiden-Artefakt. Wir müssen mehr wissen. Wenn das nicht immer so hell anfangen würde, ne? Mathem, ihr lebt. Kommt schnell! Das Dorf blutet. Wir haben die Eileiden zurückgedrängt. Aber unsere Krieger tragen neue Narben. Unsere Saftsprecherin ruft um Hilfe. Mehrere Mitglieder ihres heiligen Geleges bleiben uns. Findet sie, Mathem, und bringt sie her. Moment, da müssen wir rum. Ich muss mich jetzt mal so ein bisschen orientieren hier an den Kreisen. Honey! Wo seid ihr? Mathem, ich kann Honey nirgendwo finden. Ich schreie mir die Kehle trocken, aber sie kommt einfach nicht. Die Saftsprecherin braucht eure Hilfe. Ich wurde entsandt, um euch zu holen. Ich werde nicht ohne meine Herzrose gehen. Ich kämpfe nur mit Honey an meiner Seite. Wo habt ihr sie zuletzt gesehen? Wir wurden durch den Angriff getrennt. Ich habe 3 der Invasoren niedergemacht, aber Honey im Rauch verloren. Sie versteckt sich irgendwo, glaube ich. Oder sie ist verletzt. Bitte, Mathem, helft mir, nach ihr zu suchen. Ich werde sie finden. So, die ist jetzt vermutlich da hinten, nehme ich mal an. Sie oder ihre Leiche, man weiß es ja nie. Kasayin, es tut mir leid.
Jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich das gerade so gesagt habe und das tatsächlich jetzt so passiert ist. Das wollte ich nicht. Wo ist sie? Wo ist Honey? Sie hat es nicht geschafft. Sie hat es nicht. Oh nein. Nein, nein, nein. Wir wollten reisen. Unsere Wurzelgeschwister besuchen. Bei Gideon. Sie kann nicht tot sein. Ich glaube euch nicht. Ich habe diesen Talisman bei ihrer Leiche gefunden. Den habe ich für sie gemacht. Sie würde ihn niemals von ihrem Handgelenk rutschen lassen. Sie ist wirklich tot. Bitte verlasst mich jetzt. Helft den anderen. Ich muss allein sein. In Ordnung. Ich suche mir jemand anderes, dem ich helfen kann. Und zwar in der Richtung. Da oben drauf, so wie es aussieht. Hallo? Ist da jemand? Bitte, ich brauche Hilfe. Die Tür ist verschlossen. Der Schlüssel sollte in der Hütte der Sprecherin sein. Oh, natürlich. Wir machen jetzt den Walking-Simulator hier in Teso. Ja gut, das muss man in jedem MMO machen. Man kriegt in Ort A bekommt man eine Aufgabe, dass man zu Ort B gehen soll. Überraschenderweise ist aber die Sache nicht in Ort B, sondern in Ort C zu finden, wo man dann hingeführt wird. Und die Person ist aber nicht mehr in Ort A, sondern plötzlich in Ort D angekommen und hat eine Nachricht hinterlassen, dass wir da hingehen sollen. So oder so ähnlich läuft es ja meistens ab. Ja, warum wissen wir alle? Es ist einfach nur Zeitschinderei, weil man sich nichts Besseres hat einfallen lassen. Aber ich finde die Quests trotzdem immer gut. Oh, du bist verletzt. Kann ich mir eigentlich was nehmen? Nee, ne? Hab Dank, Martin. Sammelt eure Kräfte. Bald kämpfen wir wieder. Ja, deswegen hole ich euch ja alle gerade. Denke ich. Moment, auf der Seite. Hilfe! So hilft doch jemand! Ich kann nicht atmen! Anasch! Martin, hab Dank. Ich muss die Saftsprecherin und Raj Karl Druxid finden. Genau, deswegen bin ich hier. Moment, wir müssen da hinten. Frage ist, müssen wir da hoch? Müssen wir tiefer? Okay. Halt. Nee, das sind. Oder? Komm ich zu spät? Drei gegen einen. Ehrlose Gräs. Nee, ich komme nicht zu spät. Sehr schön. Meinen Dank, Martim. Jetzt muss ich Raj Karl Druxid finden. Ja. Diese Argonia. Sie besiegten die Aileiden? Ja, aber zu einem hohen Preis. Uah, ich rieche Rauch und schmecke Blut. Vielleicht half ihnen das Residuum? Das sind alle? Alle, die ihr finden konntet? Es wird reichen müssen. Die Saftsprecherin ruft um Hilfe. Ihr vier müsst... Sie kommen! Sie kommen! Die Elfen! Noch mehr kommen, Raj Karl! Hunderte mehr! Wie? Wir haben sie niedergemetzelt wie die Eberfische! Das war nur die erste Welle. Kaok, los, fall zurück zum Hist. Wir kämpfen und sterben in seinem Schatten. Zeig die Zähne, Wurzelgeschwister. Ja, nur zu. Zeig die Zähne. Das hier soll ja nicht so leicht werden. Habt ihr die Gesetze der Jagd so schnell vergessen? Die Beute soll fliehen. Immer noch nichts über das Residuum? Ich kenne Verzögerungen durchaus, aber meine Geduld hat Grenzen. Es muss eine Verbindung geben. Ich torkel hier so voll zum nächsten Bild rüber. Okay.
Azukas und Yaksik Orn. Sie zittern. Was ist denn los? Ist es das Residuum? Ja, es ist jetzt sehr nah. Ich kann es fast hören. Kassandra? Kassandra, was habt ihr... Ruft nach euch und nur euch. Geht! Die Außenseiter haben uns fast erreicht, Mathem. Ihr müsst euch beeilen. Sprecht auf der Stelle mit der Saftsprecherin. Was geht hier vor sich? Die Elfen griffen in einer Zahl an, wie ich sie zu meinen Lebzeiten noch nie gesehen habe. Wie die Sterne. Wir erschlagen Hunderte von ihnen, aber sie kommen weiter. Welle um Welle. Unser Dorf ist verloren, Mathem. Doch die Saftsprecherin sagt, dass der Stamm womöglich überleben könnte. Warum erinnert mich das die ganze Zeit an den Film Die fünfte Welle? Wie lautet der Plan? Sie züchtet ein Wunder heran, Wurzelschwester. Es braucht doch nichts weniger als das. Geht jetzt. Ich werde die Außenstehenden aufhalten, solange ich nur kann. Übrigens ein sehr, sehr guter Film, muss ich sagen. Regt sehr zum Nachdenken an. Die Aileiden will nahen, doch der Hist hilft. Ein Samen unseres Stammes. Eine Zuflucht für die Seelen unseres Volkes. Dieses Relikt ist die letzte Hoffnung unseres Stammes. Ihr müsst den Wurzelmut finden und die Elfen von uns fernhalten. Vertraut dem Hist. Da kommen sie. Komm, Basti. Stellt eure Waffen weg. Die Schlacht ist gewonnen. Nee, ist sie eben nicht. Sie ist erst gewonnen, wenn wir durch sind, Junge. Och, dann nicht. Verstärkung ist auf dem Weg. Müssen sie aufhalten, bis das Ritual abgeschlossen ist. Bin doch schon dabei. Beschützt meine Wurzelgeschwister. Wie mein Buffo alle. Ja, Anführer naht. Haltet ihn auf. Das Ritual ist fast abgeschlossen. Wir müssen sie aufhalten, bis das Ritual abgeschlossen ist. Oh, wo ist der denn jetzt hin? Nein, tut er nicht. Boah, ist das ein Feigling. Der haut immer wieder ab. Verstärkung ist auf dem Weg. Ihr werdet uns nie besiegen. Nicht abschließen! Heftig! Der ist so nervig, dass er nicht mal 2 Sekunden an einem Ort irgendwie stehen bleiben kann. Nein, tut sie nicht. Beschützt meine Wurzelgeschwister.
Wo ist der Typ jetzt? Der war noch nicht kaputt. Beschützt meine Wurzel, Geschwister. Ihr werdet nicht gewinnen. Ihr habt mich nicht aufgehalten. Kommt, Kriegerin. Die Welle des Ärgers zieht sich zurück. Doch sie wird wieder brechen. Matem, die nicht ist. Endlich. Euer Anblick wärmt mir die Schuppen. Ich fürchtete schon, ihr würdet nicht kommen. Aber es war falsch, sich zu sorgen. In seiner Weisheit sorgt der Hist stets für einen. Matem, die nicht ist? Ihr könnt sehen, wer ich wirklich bin? An diesem Ort sehen selbst die schärfsten Augen nur Fünkchen der Wahrheit, Wurzelheilerin. Hier sehen wir mit unseren Seelen. Doch das sind Fragen für eine döse Zeit. Der jetzige Augenblick verlangt Taten. Ihr sucht die Saat, richtig? Saat? Meint ihr das Residuum von Argon? Es spielt kaum eine Rolle, wie man es nennt. Diese Saat, dieses Residuum wartet an einem dunklen und stillen Ort. Und unsere Seelen verstecken sich darin. Es ruft nach einem Beschützer, einem Führer und einem Heiler, der es in die Höhe reckt und seine Geister in den hellen Schein der gelben Sonne entlässt. Wo kann ich das Residuum finden? Ich biete euch meinen Stab, einen Zweig von großer Macht. Er wird euch zu uns führen. Es bleiben noch viele Dornenhecken und Schlingen, Wurzelheilerin. Verrat, Kampf und Opfer. Doch der Hist kennt euer Herz und eure Stärke. Wenn die Zeit da ist, werdet ihr finden, wonach ihr sucht. Hab Dank. Wenn ihr mir hilft, mich zum Residuum zu führen, werde ich euren Stab nehmen. Die Schale des Traums wird dünner, Wurzelheilerin. Bald wird sie aufbrechen. Falls ihr Fragen habt, dann stellt sie jetzt. Was habe ich da gerade mit angesehen? Den Tod unseres Stammes und die Erschaffung des Residuums von Argon. Die Aileiden-Elfen mit ihren Herzen aus weißem Stein brachten Stahl und albtraumhafte Magie nach Trübmoor. Ihr Anführer beneidete uns um unsere Seelen und deren Geheimnisse. Also nahm er sie sich mit Hilfe seines Stabs. Aber ich habe ihn doch gerade getötet, richtig? Nein, er wird überleben. Und seine Herrschaft hier wird einen wahren Regen an Sorgen mit sich bringen. Doch alles ist so, wie es sein soll. Die stärkste Saat wächst aus von flammenbelecktem Grund. So ist es auch mit diesem Samen, eurem Residuum. Damit ein Wunder eintreten kann, braucht es erst große Sorge. Ich weiß nicht, warum ich manchmal die Zeilen noch mitlese. Was ist dieses Wunder? Was tut das Residuum? Es bietet den Seelen unseres Stamms eine Zuflucht. Einen sicheren Ort, um den Sturm zu überdauern. Doch es hat so lange geschlafen und der Hist, der für es sorgt, welkt dahin. Ihr müsst das Residuum finden und damit uns. Mit eurer Hilfe werden sowohl der Hist als auch das Residuum erwachen und gedeihen. Was ist so wichtig an eurem Stab? Der Samen schläft an einem vergessenen Ort, verborgen vor Sonne und Sturm und der Zeit selbst. Auf der ganzen Welt weiß allein dieser Stab, wo er sich befindet. Er wird euch leiten, genauso wie die Sterne einen Seefahrer leiten. Doch wisset dies, er wird nicht lange in eurem Besitz sein. Was meint ihr? Jemand anderes wird ihn sich nehmen. Doch sorgt euch nicht, Wurzelheilerin. Er wird euch dennoch leiten. Genau wie ein Sumpffuchs, der einen schlauen Jäger zu seinem Bau führt. Ihr nennt mich die ganze Zeit Wurzelheilerin. Was heißt denn das?
Das ist eure Rolle. So wie ich den Willen des Hists in Worte fasse, werdet ihr seine Wunden heilen. Wir alle, sogar unsere Feinde, haben in dieser Erzählung eine Rolle zu spielen. Die Aileiden schlagen die Kriegstrommeln. Eure Feinde streichen die Saiten der Aufopferung. Und ihr singt den Heldinnensang. Ist das eine Vision oder geschieht das gerade wirklich? Beides. Und weder noch. Wie könnte es denn je beides und zugleich weder das eine noch das andere sein? Sagt mir, Wurzelheilerin, was haltet ihr für die Wahrheit? Ist dies eine Traumsulenvision? Ist es echt? Ich bin mir nicht sicher. Das schmale Schilfrohr, das ihr das Echte nennt, vermag die Wahrheit des Hists nicht zu fassen, Wurzelheilerin. Wirklichkeit, Illusion, Traum, Wachen. Dies sind die Worte, die unsere Bäuche im Schlamm halten. Dort sind wir sicher, ja. Aber wir können nicht sehr weit blicken. Heute blickt ihr wahrlich sehr weit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe, aber hab Dank für die Erklärung. Gern geschehen. Seid nicht entmutigt. Ungewissheit ist nichts Schlechtes. Ja, wenn ich jetzt nochmal frage, was habe ich da gerade mit angesehen? Den Tod unseres Stammes. Ja, dann sagt sie wieder das Gleiche. Sag das schon. Okay, also hören wir mal auf, mit ihr zu reden am besten. Wir nehmen den Stab der Saftsprecherin. Dieser Stab, er ist der Schlüssel zum Residuum von Argon, oder? So geht unsere gemeinsame Zeit zu Ende. Diese Lähmung sollte euch eine Weile hier halten. Bitte wisst, dass ich euch sehr respektiere. Lebt wohl. Bewegt euch, Pamir. Ich hab's doch gewusst. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.